Bier. Bier. Ja, die waren damals auch Säufer oder Alkoholiker. Sie haben Bäume angebetet. Was noch? Sie haben alles angebetet. Sie haben Jesus angebetet. Sie haben Uzair angebetet. Ja? Jetzt. Was beten heute oder was beten die Leute heutzutage an? Geld. Geld. An der ersten Stelle. An der zweiten Stelle. Präsidenten. An der dritten Stelle. Was? Was wird heutzutage angebetet? Demokratie. Demokratie wird angebetet. Weil, ja, die Leute sind bereit dafür zu sterben, das heißt, sie beten diese Demokratie an. Gottlosigkeit. Atheismus. Ja? Atheismus ist auch eine Religion. Keine Religion ist auch eine Religion. Was werden die Leute noch, was beten die Leute heutzutage an? Jesus. Die Leute beten Jesus an. Das ist Götzendienst. Die Natur. Okay, das reicht erstmal. Das reicht. Das heißt, vor 1500 Jahren waren die Menschen genauso wie heute zutage. Ja? Damals hat Allah den Propheten Muhammad a.s. auferweckt in Mekka. Warum? Um die Menschen den geraden Weg zu zeigen. Was ist der gerade Weg? Der Islam. Jetzt, warum seid ihr hier in Deutschland? Warum? Um Dawa zu machen. Sehr gut. Warum sind wir hier in Deutschland? Um Dawa zu machen. Wir haben ein neues Wort gelernt. Dieses Wort, dieses ehrenhaftes Wort, schönes Wort, bedeutet Dawa. Ja? Nicht Missionierung. Die Christen sagen Missionierung. Aber wir sagen Dawa. Dawa bedeutet Einladung zum Islam. Wir laden die Menschen zum Islam ein. Wir laden die Menschen zur Wahrheit ein. Warum? Weil wir die Menschen hassen? Nein, weil wir das Beste für die Menschen lieben. Sehr gut. Okay, jetzt. Es geht weiter mit dem Vergleich. Die kamen zu Abu Talib und haben ihm gesagt, dein Neffe spinnt und versucht jetzt eine neue Religion zu veröffentlichen. Ja? Und der hat unsere Kinder in die Irre geführt. Die haben Angst um ihren Kindern gehabt, die Säufer waren. Als sie den Islam angenommen haben, die sind vernünftig geworden. Aber für diese Menschen war es, er hat unsere Kinder in die Irre geführt. Ja? Jetzt, womit vergleichen wir das heutzutage? Wer von euch zeigt mir seine Intelligenz jetzt? Damals kamen die Leute zu Abu Talib und haben gesagt, dein Neffe versaut unsere Kinder mit seiner Religion. Aber heute ist es andersrum. Heute ist es andersrum. Nee, heute ist genau das Gleiche. Okay, ihr wisst das vielleicht nicht. Die Leute, die bei uns den Islam annehmen, also die Deutschen, die den Islam annehmen, sie werden direkt von ihren Eltern bekämpft. Bist du verrückt? Warum hast du den Islam angenommen? Ja? Jetzt einige Leute oder einige Eltern rufen uns an und sagen, ihr habt unsere Kinder versaut. Ja? Was wollen wir für diese Kinder oder was wollen wir für diese Menschen? Nur das Beste. Ja?
Damals haben einige Menschen von seiner Familie sogar ihn bekämpft. Abu Lahab ist der Onkel von dem Prophet, und der hat ihn bekämpft. Das tut weh, oder? Tut weh oder nicht? Wenn dein eigener Onkel sagt, du bist ein Lügner. Tut weh? Ja, sehr gut. Jetzt. Das gleiche machen die Muslime heutzutage. Wisst ihr wie? Wer weiß? Wer weiß? Hm? Keiner weiß? Ja? Wie? Die meinen, wir übertreiben natürlich. Sehr gut. Sehr gut. Abu Lahab hat ihm gesagt, weißt du, du übertreibst mit deiner Religion. Du kommst jetzt, damit wir beten und fasten und mit den Sklaven auf den Boden sitzen, uns niederwerfen mit den Sklaven zusammen. Bist du gekommen, damit wir gleich sind mit diesen Sklaven? Du übertreibst. Das Gleiche machen die Muslime heute. Leider. Wenn die Frau anfängt, Kopftuch zu tragen, oder wenn die Tochter anfängt, Kopftuch zu tragen, was sagen die? Was sagen die Eltern? Alhamdulillah, ihr habt gute Eltern. Aber wir hören draußen viele schlimmere Sachen. Du bist Extremist geworden. Ja? Wenn der Sohn anfängt, Bart wachsen zu lassen, obwohl Bart Pflicht ist, was sagen die Eltern? Du bist Extremist geworden. Ja? Du bist Extremist geworden. Wie sah der Prophet Muhammad a.s. aus? Wie sah der Prophet Muhammad a.s. aus? Er hat Bart gehabt, oder? Und wir lieben den Prophet Muhammad a.s. Oder nicht? Ja, wer den Prophet liebt, folgt ihm und nimmt ihn als Vorbild. Ja? Jetzt. Die Parallele zu damals. Ihr kennt das Wort Dialog, oder? Ja. Ihr habt die Nase voll von diesem Wort. Ja. Weil man das so oft hört. Was war das Wort damals? Als sie ihm gesagt haben, ein Jahr betest du unser Götter an und ein Jahr beten wir dein Allah an. Was nennen wir das? Dialog. Dialog. Ja? Also die Ziele haben sich nicht verändert. Ja? Damals wollten sie ihn als Kafir machen, weil wenn der Prophet a.s. die Götzen angebetet hätte, der wäre sofort Kafir. Und jetzt das Gleiche. Lasst die Muslime einfach, oder lasst uns mit den Muslimen Dialog führen. Ihr betet unser Kreuz an und wir beten euer Allah an. Ja, was hält ihr davon? Das ist Schirk. Das ist Götzendienst. Das ist Schirk. Wenn wir das machen, dann sind wir keine Muslime mehr. Auch wenn wir das für eine Minute machen. Und nicht für eine Sekunde. Ja? Denn stell dir vor, du betest ein Kreuz an und der Engel des Todes kommt und nimmt deine Seele. Was bist du dann? Götzendiener. Und kommst nie aus der Hölle raus. Aber das wollen die gerne. Ja?
Jetzt, es gibt noch ein anderes Wort oder eine andere Parallele für damals. Kennt ihr das Wort Integration? Masha'Allah. Es gibt keinen Muslim, der dieses Wort nicht hasst.